Das war der Startschuss, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist ja ein Startsignal, gilt dann für beide Teams gleichzeitig. Das heißt, die Zeit wird für beide Mannschaften gleichzeitig gestartet. Und übers Foto finde ich dann auf beiden Seiten separat ausgereiht. So ein bisschen Vorsprung vielleicht für Bayern 1, aber wir sind da ja erst zu Beginn des Rennens. Jetzt das NRW Junior Team etwas in Front, aber gefühlt sind die alle noch oder beide noch ganz dicht beisammen. So, beide Mannschaften nur noch mit 4 Sportlern unterwegs. Das heißt, einer darf noch als Wasserträger geopfert werden. Und 3 müssen ja das Rennen beenden. Erst das NRW Junior Team mit einem Vorsprung von ca. 5 Metern. 3 Runden noch. Junior-Team fällt jetzt der 3. Sportler etwas ab. Der fährt jetzt selbst den Wind. Das ist natürlich anstrengender, wie wenn er im Windschatten wäre. Da bin ich gespannt, ob es jetzt die Bayern noch mal schaffen können. Letzte Runde. Wird ein Fotofinish geben. 2:15 notieren wir mal für beide Mannschaften. Da müssen wir mal gucken, wer dann vorne lag.